Moin moin und herzlich willkommen zum Sonntagspunch. Heute wieder ein bisschen schnudelig, ganz gemütlich. Der Sonntagspunch, nach einem kurzen Intro geht das los. Erzähle ich euch mal, was ich so die Woche gemacht habe. Also bis gleich. Ja, die Woche. Papierkram. Ich habe so viel Papierkram gemacht die Woche, dass ich weiß gar nicht, das ist so ein Stapel, ne? Also das ist viel Papierkram, den ich erledigt habe jetzt diese Woche, viel gelesen auch und hin und wieder mal gelesen beim Angeln. Ich habe nämlich in WoW sehr, sehr viel geangelt. Ich habe so den ein oder anderen Erfolg mir da mal gegönnt. Das Angeln, und normalerweise kann man ja immer gut Serien nebenbei gucken oder so, aber ich habe tatsächlich ein bisschen gelesen. Ich habe mir auch ein, zwei Videos angeschaut und war da sehr, sehr viel angeltechnisch in WoW unterwegs. Und ich kann euch sagen, Dr. Zwickys magischer Flusskrebs ist ein ziemlicher beschissener Erfolg. Versucht es einfach mal, mal gucken, wie lange ihr dafür braucht. Ganz relativ kurzer Sonntagspunch heute. Es hat sich ja so im Grunde genommen eigentlich nicht so wirklich viel verändert im Gegensatz zur letzten Woche. Ich darf immer noch rüber über den Teich. Ich freue mich riesig. Das ist aber auch eine riesige Aufgabe, wo ich mich erstmal durchwühlen muss. Also es gibt so viel dabei zu beachten. Und die Fragen stecken nachher im Detail so ein bisschen. Ist eine coole Geschichte. Wird auf jeden Fall geil. Ich habe auch schon so ein bisschen Sachen gemacht hier zu Hause. Das kommt jetzt die nächsten Wochen sowieso immer mehr verstärkt. Denn so langsam wird man dann auch irgendwo nervös, weil es ja schon bald losgeht. Ist doch alles sehr kurzfristig. Gucken wir mal. Bringt mich auch zu einem Punkt. Wir waren ja gestern Abend raiden. Mega cooler Raid. Das war, ich weiß nicht, ich habe noch diesen einen Typen, Dorma Sain, also der mit dem, der Garrosch da am Quälen ist im Sanktum, den habe ich noch nie so schnell sterben sehen. Aber das war sehr, sehr cool, hat viel, viel Spaß gemacht. Danke an alle, die dabei waren und da auch für die gute Stimmung mit zu beigetragen haben, war sehr knorke, hat mir echt gefallen. In Zukunft wird es auch momentan erstmal noch so sein, dass ich die Raids relativ sporadisch ankündige. Ich schreibe es unten rein in Discord, kommt es einfach mit dazu. Und ich an der Stelle möchte ich auch mal die Neuen, die jetzt bei uns auf dem Discord unterwegs sind und sich da auch Bock haben mitzugehen, herzlich willkommen heißen. Hammergut. Ja, wir haben auf jeden Fall Brünn nicht in Westfall zurückgelassen. Der ist mit uns, mit seinem Priester da mitgekommen. Das hat eigentlich auch ganz knorkig geklappt. Hat wirklich echt viel Spaß gemacht gestern. Fand ich gelungen. Ich denke mal, ich werde noch so 2, 3, 4 Raids machen. So bummelig, I don't know. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber das schauen wir einfach mal. Wenn, dann am Wochenende. Das so, und auch in der Gilde ist wieder ein bisschen mehr Leben drin, finde ich sehr, sehr cool gerade, viele Fragen, und das hat sich, eine Sache hat sich auch so ein bisschen eingeschlichen, die finde ich eigentlich auch ganz cool, so dieses, ja, dieses guten Morgen sagen, hey, ich bin da, wenn du Bock hast zu quatschen, quatsch doch, schreib doch einfach mal, und auch das, so dieses viele Fragen beantworten und Co., was da kommt und was da drin ist, ist auch sehr, sehr nice, da freue ich mich drüber, vielen Dank an der Stelle. Ich habe ein bisschen den Discord umgebaut, ich habe den alten Raid-Channel verbannt, habe auch dementsprechend die Raider-Rolle entfernt. Es gibt jetzt eine Rolle für die Ritter des Ordens und die haben einen separaten Channel, den nur die Ritter sehen können. Das einfach nochmal für, das sind ja Pfeiler der Community, Pfeiler der Community, sagt er. Auf jeden Fall, Es ist so, dass quasi dort sich dann ausgetauscht werden kann und ganz, 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 ganz entspannt geschnackt werden kann. Natürlich können auch weiterhin Fragen gestellt werden. Man kann auch gerne zu uns kommen, auch da dann Fragen stellen und Dinge mit uns unternehmen. Belebt ruhig die Voice-Channels, dafür ist es da. Das finde ich sehr knorke. Und ich muss da ein bisschen auch was gestehen. Ich bin nämlich diese Woche mit einem Mönch fremdgegangen in WoW. Also ich habe tatsächlich hier einen Hordenmönch, den habe ich jetzt auf 60 Jahre und ich habe die faule Methode benutzt. Das macht man, macht es bitte nur, wenn ihr auf jeden Fall wisst, was ihr da tut. Ja, bin ja momentan den ein bisschen am Gieren, weil ich gerne mal so den Montags-Dungeon auch auf der Hordenseite zeigen möchte. Ist allerdings nicht auf einem deutschen Server, sondern ist auf einem englischen Server, der nennt sich Grim Barthol. Grimm, geh ins Bad und hol mal, naja, die Wartestäbchen. Nein, Grimm Barthol, da habe ich den erstellt, bin da ein bisschen auch unterwegs und versuche mich da mal so ein bisschen Englisch zu unterhalten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz coole Geschichte, um da einfach auch mal nochmal ein bisschen wieder Sprachfeeling zu bekommen. Also deswegen bin ich jetzt auch heute so, das fällt mir gerade auch während der Aufnahme auf, da oben ist die Hordenfahne, ne? Deswegen bin ich jetzt, ich müsste mich eigentlich quasi so, aber dann wird das wieder nicht passen. Nein,
Das ist passiert. Ich habe auch tatsächlich das kleine Aquarium jetzt schon, bin ich losgeworden. Ich kann die Aquarien leider nicht mit rübernehmen nach Amerika. Das ist ein bisschen mocksch, ein bisschen doof. Das tut mir auch schon so ein bisschen weh, weil hier an der Seite, also da so, da stand ja immer das Kleine und da ist jetzt leer, ne? Und dann, das ist witzig, also ich bin auf Facebook, also ich habe ja auch das ganz Große und das Mittlere habe ich inseriert. Ich bin bestimmt schon 18 Mal jetzt am Wochenende angeschrieben worden. Ist noch verfügbar? Ja, schreibe ich natürlich zurück. Ja, ist verfügbar, ich schicke dir jetzt mal eben jemanden vorbei. Also das ist die Kurzform der Nachricht. Man sieht natürlich A, Rechtschreibfehler, B, da kommt einer vorbei und gibt mir das Geld in die Hand und holt dann das Aquarium ab. Nee, ist richtig. Also passt da drauf auf, wenn ihr irgendwelche Inserate auf Facebook und Co. erstellt, nicht, dass ihr hier übers Ohren gehauen werdet. Das war so ein bisschen so ein Aufreger. Da ja, kann man sich jetzt drüber aufregen, man kann aber auch sagen, okay, man weiß ja, wie die Masche da ist und dann ignoriert man das ganz einfach. Ich schreibe dann immer zurück, ja, vielen Dank fürs Interesse, reported. Punkt. Ich bin mal gespannt, wie das mit, ansonsten, wenn das nicht klappt, dass ich die Aquarien loswerde, dann werde ich sie einlagern. Das ist natürlich ein bisschen schade, so zwei große Aquarien, 3 Jahre lang ungenutzt da irgendwo rumstehen zu lassen in irgendeinem Lagerhaus am Ende der Welt, wo es dunkel ist und wo jemand auf den Container draußen draufgepappt hat, Vorsicht, bissige Spinnen. Ja, also das ist so schwierig. Gucken wir mal. Also es ist sehr aufregend, sehr viel. Wir haben ja nur Scheißwetter, deswegen kann ich natürlich auch viel drin machen. Das ist ganz praktisch und Dinge erledigen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir schauen mal. Die nächsten Raid werde ich announcen, wenn ich genau weiß, wann ich Zeit habe und wie ich Zeit habe. Es kann sein, dass es nächstes Wochenende oder vielleicht das Wochenende da drauf sein wird. Aber kommt's ruhig einfach mal mit rein, schnackt mal eine Runde mit uns, macht's mal ganz entspannt, das ist ganz knorke. Bald geht's los. Es ist nicht mehr so lange hin. Mitte März wird's bei mir schon soweit sein. Wann genau, also wann Mitte März, kann ich nicht sagen, aber die Zeit rennt jetzt. Ne? Guck mal, Februar ist nicht lang, wir haben jetzt schon den 6. Februar, in 10 Tagen habe ich Geburtstag, dann ist auch noch mal hier angesagt vielleicht und ja, danach geht es dann an Endspurt im Grunde genommen, bis ich dann da drüben bin. Da werde ich auch tatsächlich ein Delta haben, wo ich mal keinen PC habe und das ist auch okay so, nur dass ihr da schon mal vorab gewarnt seid. Da wird ein bisschen weniger kommen. Ich sage immer, eigentlich sagt Weser immer, da kommt ein bisschen weniger, ne? Aber trotzdem haut er Let's Plays raus. Ja, ich habe nämlich gestern Abend noch Dismantle Let's Plays aufgenommen. Ich meine, das ist eine Stunde, ein bisschen was auseinanderkloppen da und ein bisschen reden und so. Aber das macht halt auch Spaß. Ich habe auch tatsächlich schon einen Guide für Mythisch Plus Dungeons ausgearbeitet für Einsteiger, was so zu beachten ist. Das ist auch riesengroß und umfangreich. Ich werde mal hoffen, oder ich weiß es nicht, aber ich probiere es mal nächste Woche, dass ich da mal ein paar Sequenzen aufnehme und die dann eben halt auch online stelle. Dismantle, eine Folge weniger in der Woche, weil ich glaube, wenn ich montags Dismantle, montags Dungeon und sonntags Dismantle und sonntags Punsch, sagt er, ne? Jetzt wäre das was zu trinken hier. Das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das passt nicht so ganz. Heute noch, ja, und auch sonst immer Mittwoch, Freitag und Sonntag, genau, so habe ich das. Und Diablo lebe ich übrigens noch, aber ich habe noch nicht weitergespielt. Ich muss auch sagen, ein bisschen habe ich auch Bammel davor, wenn ich da jetzt in der Hölle bin, nachher Akt 4. Ich weiß, dass da ist Ende Gelände, sage ich euch jetzt schon. Also ich glaube, das ist kurz vor dem Endfight mit Diablo selber, das ist schon ganz schön knackig mit den Dämonen, die da so rumkräuchen und fleuchen, die fledrigen Lederkumpanen mit den Megaflügeln, Demon Hunter. Ja, bevor es die in WoW gab, gab es die schon in Diablo halt. Ne? Schauen wir einfach mal. Cool. Vielen Dank fürs Anschauen des Sonntagsbunches. Das ist mal so ein kleiner Abriss von dem, von der Woche, was ich jetzt so gemacht habe, was ich jetzt nächste Woche vielleicht nochmal tue. Ich werde natürlich auch Amerika-Videos machen, definitiv, aber dafür muss ich erstmal in Amerika sein oder auf dem Weg dahin. Also dauert noch ein bisschen. Geduldet euch, das wird schon. Wir sehen uns. Stay tuned. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.